The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Wir haben Punkt 18 Uhr, beginnen heute also pünktlich wie die Maurer. Mein Name ist Mauro Heller und ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader Webinar. Heute mit dem Highlight Agena Trader, wie baue ich mir mein optimales Handelssignal? Ich hoffe, Bild und Ton ist auch bei Ihnen zu Hause okay. Und ich begrüße auch dich, Gilbert. Kannst du mich hören? Unmuted. Ja, jetzt kann ich dich hören. Hallo, Mauro. Ja, alles fein, alles bestens. Ich kann dich sehr gut hören. Ja, das ist doch schön. Wie baue ich mir mein optimales Handelssignal? Ich bin wie immer sehr gespannt. Ich habe schon im Vorfeld mal dir ja ein bisschen auf den Zahn fühlen dürfen. Du hast eine Kundenanfrage reinbekommen bezüglich eines Handelssignals und das wirst du heute mit den Teilnehmern zusammen erarbeiten. Richtig, ja. Das sind ja immer die besten Signale, die wir umsetzen können. Die kommen dann wirklich aus einer Idee heraus, aus der Praxis heraus, nicht irgendwo von einer Webseite runter. Und ja, möchte mich beim Herrn Hansen sehr herzlich bedanken für die gute Idee, die wir bekommen haben und die werden wir heute gemeinsam umsetzen. Perfekt, dann würde ich sagen, wir verlieren mal besser keine Zeit und ich ernenne dich zum Moderator, so dass alle Leute auch deinen Bildschirm sehen können gleich hoffentlich. Alles klar, ja. Moment, show my screen. Ich schaue jetzt gerade, ob auch meins der richtige ist. Also ich sehe deinen Agena Trader. Okay, dann sind wir richtig, ja? Gut. Ich habe doch einige Monitore. Gut, alles klar. Ja, dann Mauro, herzlichen Dank für die Anmoderation. Gerne wie immer. Jo, und ich möchte Sie alle recht herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Wie baue ich mein optimales Handelssignal? Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, CEO von Agena Trader. Und ja, das ist natürlich, wie schon kurz erwähnt, immer gut, wenn wir ein Signal bekommen, das wirklich aus der Praxis stammt, dass da fragen wir auch immer danach, ob es nicht möglich wäre, uns etwas mitzuteilen. Und das ist heute, geht in diese Richtung. Ich klappe hier mal kurz auf. Wenn Sie mir eine Sekunde gestatten, ich muss hier noch schnell die Tür zumachen, dass wir keinen Seitenlärm haben. Einen kleinen Moment bitte. So, ich bin wieder zurück und zwar werden wir uns heute um dieses Signal kümmern und zwar, wie gesagt, reingesandt vom Herrn Hansen. Es geht in die Richtung rauszufinden, gute Signale rauszufinden über das Kreuzen des TI, das heißt, das sind die Indikatoren TM, ADX mit dem TI Plus, TI Minus, dass wir hier gute Handels-Opportunities, Handelsmöglichkeiten finden. Das ist sehr gut beschrieben. Genau damit kann man eigentlich sehr gut arbeiten. Ich habe es mir im Vorfeld schon kurz angeschaut und lasse mich jetzt mal dann auch davon treiben, was hier
wieder sich das hier dann umsetzen lässt. Es ist, was hier schon sehr gut zu sehen ist, ist das, dass wir hier von Filtern sprechen. Das heißt einerseits der Filter und Herr Hansen, wenn Sie vielleicht kurz in den Chat hineinschreiben könnten, wenn ich etwas falsch interpretiere. Aber der erste Filter ist der, und das werden wir auch unterschiedlich umsetzen, das heißt voneinander getrennt, dass wir einerseits den Filter vorher programmieren und danach das Signal in einer eigenen Komponente. Dasselbe hier auch hier mit dem zweiten Filter. Wir werden zuerst dann das Filterkriterium programmieren und dann erst das Signal hinterher in einer eigenen Komponente. Okay, so das erste Signal oder der erste Filter des ersten Signals ist einmal grundsätzlich, dass sich der TI Plus und der TI Minus kreuzen müssen. Das heißt, wenn wir uns das hier mal anschauen, legen wir uns hier mal die Indikatoren rein. Dann wird es ein bisschen offensichtlicher. Wir brauchen dafür den TM und den ADX. TM-Indikator. Klickt hier rein, drückt auf T und dann kommen wir auch schon zum TM. Doppelklick. Der nächste ist der ADX. Und soviel ich verstanden habe, sollen die in der Standardausprägung, das heißt im Standard-Setting bleiben. Das heißt, sie sind beide mit dem Wert 14 Perioden eingestellt. Und wir legen das unter. Das heißt, ein Signal soll kommen oder eines der Filterkriterien ist, dass man Kreuzungen, wo haben wir da gute Kreuzungen, wie zum Beispiel die hier, oder ich nehme hier den Pfeil, das ist besser. Okay. Dass wir Kreuzungen rausfiltern, wie zum Beispiel die hier, aber auch Kreuzungen, die nach unten gehen, wie zum Beispiel, das heißt, das ist der TI Plus und der TI Minus. Der TI Plus ist die blaue Linie, der TI Minus ist die rote Linie. Und dass man auch genau hier eine Kreuzung mal rausfiltert. Das ist das erste Kriterium, das wir versuchen umzusetzen oder das wir umsetzen werden. Dann wäre mal das hier, dieses Filterkriterium erledigt. Das zweite ist, dass der TI oder TI Plus oder TI Minus kreuzt von unten kommend den ADX. Das heißt, wenn dieses Kriterium hier stattfindet, muss der auch den ADX kreuzen. Das heißt, in dem Fall wäre das hier der Fall. Und der ADX darf dabei, und da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, darf dabei nicht unter 20 fallen. Das heißt, wenn diese Kreuzung passiert, muss er grundsätzlich über der 20er Linie sein, egal wie. Darf also nicht unter die 20er Linie fallen. Die 20er Linie haben wir hier. Das muss ich bei dem noch einstellen. Moment, das haben wir. Wir stellen den ADX auf Required Compass Levels. Das ist der Zwanziger. Dann sehen wir es genau. So. Ah, plötzlich, jetzt waren wir im ATM, muss ich natürlich einstellen auch. Auch hier werden wir den 20er Level einstellen.
Lower Upper, das ist der 20er hier. Das ist auch besser. Gut, jetzt sind wir hier auch auf 20. Das heißt, bewegen uns in dem Bereich hier und der ADX muss über dem 20er Level sich befinden. Darf in dem Zuge, wenn die beiden Kreuzen nicht unter die 20er Linie fallen. Ich lege mir mal die Fragen rüber. So, jetzt habe ich mir auch das GoToWebinar ordentlich eingerichtet. Jetzt sehe ich hier auch mehr. So, ja, wenn Fragen reinkommen. Okay, so, das heißt, das ist hier ein Kriterium. Und dann danach gibt es ein Kaufsignal und ein Verkaufssignal. Das heißt, aus dem Filter heraus sehen wir mal, dass grundsätzlich eine Kreuzung passiert, dass der TI Plus oder der TI Minus den ADX kreuzt an einer bestimmten Stelle und dass der ADX nicht unter 20 ist. Das oder nicht dabei nicht unter 20 gefallen ist. Das Kaufsignal entsteht dann, wenn der TI Plus den ADX von unten nach oben kreuzt. Das heißt, das wäre genau diese Situation hier. Da hätten wir ein Kaufsignal. Wenn jedoch der, wie in diesem Fall wird man es wahrscheinlich nicht bekommen, weil der ADX hier drüber ist, schauen wir uns mal eine andere Situation an, die ein bisschen stärker trendiert ist. So. Wenn diese Situation hier stattfindet, dann sollen wir ein Verkaufssignal bekommen. Das heißt, das hier sind genau unsere Kriterien, ein Verkaufssignal, beziehungsweise rein nur auf den Indikator betrachtet, an dieser Stelle, wo der DI den ADX von oben nach unten kreuzt, beziehungsweise von unten nach oben kreuzt. Das ist mal die Herausforderung, um das festzustellen. Und ich habe mir so die Signale angeschaut und die geben doch dort und da etwas her. Dann fangen wir damit an. Um den diese Condition zu programmieren, gehen wir in den sogenannten Condition Escort, der entweder hier zu finden ist, über den Menüeintrag, beziehungsweise man den auch von hier aufmachen kann. Und benennen mal das Signal, ich würde vorschlagen, ADX Filter 1. Das ist hier ein reines Filterkriterium. Dann kann man hier eigentlich auswählen, was man möchte. Und zwar dieses Filterkriterium, das möchten wir später nicht als Signal sehen. Und das kann ich auch so einstellen, dass es kein Einstieg oder etwas auch nicht im Scanner dann später auftaucht, sondern das ist dann ein reines, hier kann ich das Non auswählen, weil das ist kein Entry und kein Exit. Das heißt, es gehört hier nicht dazu. Damit ist es eigentlich egal, ob ich hier Long oder Short eintrage. Hier kann ich dann irgendwas eintragen, weil es nur darum geht, ob dieser Filter dann zutrifft, ja oder nein. Okay. Wir wählen hier mal gleich aus CapTrader ADX. Das ist dann das heutige Thema, das wir hier als Kategorie, damit sind dann alle Signale hier in dieser Kategorie dann eingetragen. So. Da brauchen wir auch keinen Pfeil sehen. Können wir aber machen, dass man dann auch mal sieht, dass grundsätzlich dieses Filterkriterium zutrifft. Programmieren wir mal das aus. Und hier zeigen wir mal einen großen Pfeil, damit man es auch besser sieht im Chart. So, das heißt, das erste Kriterium ist, um das nochmal zu wiederholen,
Der TI Plus und der TI Minus kreuzen sich. Das heißt, die können sich natürlich nach oben oder nach unten kreuzen. Und das kann man ganz einfach so lösen, indem man hier mal den TI und zwar aus dem TM-Indikator hier mal runterzieht. Und da sieht man schon, das ist der TM TI Plus und der soll jetzt den TI Minus kreuzen. In irgendeine Richtung, entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Das heißt, wir verwenden hier auch wiederum den TM mit dem TI Minus aber jetzt. Der soll sich jetzt, der TI Plus soll den TI Minus, und zwar da müssen wir jetzt hier auswählen. Da sieht man, da ist der TI Plus auf True gestellt. Das heißt, wir wollen aber den TI Minus, deswegen nehmen wir hier diesen TI Minus und man sieht auch, dass sich der jetzt hier schon geändert hat. Das heißt, wir haben jetzt mal das erste Kriterium, dass der TI Plus den TI Minus von unten nach oben kreuzt. Es kann aber natürlich auch sein, dass der TI Plus den TI Minus von oben nach unten kreuzt. Und auch das müssen wir abbilden. Das machen wir wieder. Wir ziehen den runter. Wir ziehen den hier rüber. Und wählen hier Cross Below aus. Wählen dafür wieder den TI Minus aus. Und jetzt sieht man, dass wir genau das jetzt hier schon als Kriterium drinnen haben. Entweder kreuzt der TI Plus den TI Minus von unten nach oben, Cross Above, oder der TI Plus kreuzt den TI Minus von oben nach unten. Damit haben wir beide Situationen grundsätzlich dargestellt. Kann man sich jetzt schon mal speichern? So, jetzt haben wir ihn auch hier drinnen und man kann sich das jetzt schon mal anschauen, wo das passiert. Nehmen wir uns die Condition rein. Kleiner Moment. Cross above, cross below, der Filter. Sollte eigentlich dort und da etwas anzeigen. Wo haben wir das jetzt? ATX-Filter, lassen Sie mich schauen. Reload Scripts. Okay. Das ist mal spannend. So, jetzt muss ich mir das einmal anschauen, was ich hier falsch gemacht habe. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, was hier daneben gegangen ist. Gut, da sieht man auch wieder die logischen Abhängigkeiten, die so etwas hat. Hab schon gesehen. Und zwar, was ich jetzt übersehen habe, ist genau die Geschichte, dass wir, da kommt jetzt auch schon das Advanced ins Spiel, dass wir hier schon mal eine Klammerung setzen müssen, weil entweder, das heißt nicht entweder, sondern dieses Kriterium oder dieses Kriterium und nicht beide zusammen müssen stattfinden. Und damit haben wir hier ein Oder drinnen
Und jetzt wird es gleich anders ausschauen. So, okay. Und jetzt sehen wir schon um einiges mehr an Signalen hier oder an Filterkriterium, die zutreffen. Das heißt, hier wird gekreuzt. Machen wir mal den Magnifier auf. Da sieht man es auch sehr gut. Wir haben hier das Signal. Man sieht hier genau, passiert hier die Kreuzung. Zuerst haben wir hier dieses Signal, wo von oben nach unten und hier von unten nach oben gekreuzt wird. Das heißt, hier sieht man genau, wie das auch schön angewendet werden kann, diese Kreuzungen, wie man die rausfiltert. Okay, gut. Das heißt, nochmal, um das nochmal zurück. Mein Fehler war, dass ich hier nicht die Klammerung gesetzt habe, um das nochmal zu klären. Es gibt hier dieses Kriterium, eines dieser beiden Kriterien muss zutreffen. Ich könnte in dem Moment auch die Klammern noch weglassen, aber die Klammern werden wir dann später brauchen, weil wir jetzt dann mit und weiterarbeiten. Okay, so, erstes Kriterium mal geschafft. Jetzt geht es in die nächste Runde, wo man jetzt rausfindet, dass der TMI, also TM, der Plus oder der Minus, von unten kommend den ADX kreuzt. Das heißt, einer dieser beiden kreuzt von unten nach oben den ADX. Das setzen wir so um. Wir nehmen den ADX, ziehen ihn mal runter. Aber nicht hierher, sondern stellen das mal hier ein, der TMI. Wiederum dasselbe Spiel. Das ich erkläre es dann noch gleich, wie das dann zusammenhängt, das mit den Klammerungen und mit dem Oder und End. Aber jetzt wollen wir als zweites Kriterium, dass der TI Plus den ADX von unten nach oben kreuzt, im gleichen Moment. So, aber oder der TI minus. Hier stellen wir um auf TI minus. Stellen wir den auf True. Damit ändert sich hier die Serie von TI plus auf TI minus. Auch hier wiederum ein Cross Above. Und ich stelle hier wieder das ein. Das heißt, wir haben jetzt grundsätzlich zwei Kriterien drinnen, die jeweils geklammert sind. Einerseits, dass der TI plus den TI minus von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten kreuzt. Als zweites Kriterium geben wir ein, dass wenn das passiert, muss der TI plus den ADX von unten nach oben kreuzen, beziehungsweise TI minus von unten nach oben kreuzen. Das heißt, wenn etwas passiert wie das hier, wo wir hier auch ein Signal haben, das heißt, in diesem Bereich, das hier wird da haben wir genau auch die Kreuzung. Da wird einerseits der TI minus vom TI plus von unten nach oben gekreuzt, aber auch der ADX, den man hier sieht. Das heißt, der wird hier auch mit gekreuzt im gleichen Moment. Das wäre eine Situation, die wollen wir rausfiltern. Ein nächstes Kriterium ist aber, dass, so habe ich das jetzt,
dass der ADX dabei nicht unter die 20er Linie fällt. Das heißt, die 20er Linie wäre die grüne Linie, dass wir, wenn wir dieses Signal bekommen, man zugleich nicht unter die 20er Linie fallen darf. Das heißt, der ADX muss über der 20er Linie bleiben, über dieser grünen Linie, die hier auf genau 20 angesetzt ist. Das wäre das nächste Kriterium. Und das ist so erreichbar, dass man ganz einfach hier eingibt, der ADX ist größer als, dann wähle ich aus Value, damit kann ich mit Nummern vergleichen, ziehe das hier rüber und gebe hier ein 20. Jetzt machen wir den sogenannten Syntax-Check. Man sieht hier, dieses Feld hat sich jetzt automatisch auf und eingestellt. Und die beiden Kriterien in den Klammerungen werden immer mit oder bestimmt. Dass man sagt, entweder dieses Kriterium oder dieses Kriterium muss zutreffen. Es dürfen aber auch beide zutreffen, bei dem oder. Beim XOR, nur ganz ein kurzer Ausflug da darf nur eines der beiden zutreffen. Wenn beide zutreffen würden, dann wäre das Kriterium wieder falsch. Beim Oder ist es so, es darf das Kriterium 1 oder das Kriterium 2 zutreffen, beziehungsweise beide. Beim XOR nur eines davon. Wir bleiben aber beim Oder. Und der TMI Plus kreuzt den ADX von unten nach oben oder der TMI Minus kreuzt den ADX von unten nach oben. Und der ADX muss größer 20 sein. Vielleicht noch kurzes zur Erklärung zum ADX. Der ADX zeigt immer Trendbewegungen an. Das heißt, man sagt grundsätzlich, wenn der ADX über 20 ist, dann ist der Markt in einem Trend, dann läuft er. Entweder aber, was man daraus aus dem ADX nicht sieht, ist das, ob der Trend in die fallende oder in die steigende Richtung ist. Der ADX zeigt immer nur an, auch hier zu sehen, der ADX zeigt nur an, bewege ich mich. Man sieht hier oben, ich habe hier eine fallende, der ADX steigt aber. Das heißt, der ADX zeigt mir an, ob der Markt in einer Trendbewegung ist. In welche Richtung er unterwegs ist, zeigt mir der ADX nicht an. Dafür habe ich dann den DMI, wo ich gerade sehe, ich habe Ihnen gerade vorhin falsch gesagt, der rote ist der, doch das ist der DI Minus und der blaue ist der TI Plus, das stimmt. Das heißt, man sieht hier, die blaue Linie in die Höhe geht, steigt auch der Markt. Wenn die rote Linie hier am Fallen ist, fällt auch der Markt. So. Wenn die rote Linie über der blauen ist, so ist es zu sagen immer. Oder das ist hauptsächlich immer, wo befinden sich die Linien. Das heißt, man kreuzt sich, der fallende Markt kreuzt den steigenden Markt, damit bekommt der steigende Markt die Überhand. Gut, alles nachzulesen in den verschiedenen Indikatoren, Bibeln, die es gibt, Investopedia und so weiter. Da kann man sich alle Indikatoren im Detail anschauen. Natürlich haben Sie, wie auch bei uns auf der Wiki, wie diese Indikatoren zu interpretieren sind im Detail. Ich persönlich bin nicht so der Indikatoren Freak, aber deswegen kenne ich die auch nicht alle im Detail, aber grundsätzlich, die machen sehr gut Sinn, um Trendbewegungen, um Marktbewegungen zu erkennen und festzustellen, gerade dieser TM und dieser ADX, um zu sehen, befindet sich der Markt in einer trendierenden Phase, bekomme ich ein Signal in einer Trendphase oder bekomme ich ein Signal außerhalb einer Trendphase und das ist natürlich immer zu beachten, wenn man trendfolgende Signale hat. Gut, okay. Das heißt hier, ich schaue mal, ob es irgendwelche Fragen gibt.
Jetzt hätten wir mal das erste Kriterium oder den ersten Filter meines Erachtens fertig. Schauen wir, was er hergibt. Reload Scripts. Und da sieht man jetzt schon. Ich schalte jetzt mal den auch aus. Gehen wir wieder aufs Cross her. Und da sieht man schon, dass genau in diesem Fall hier ein Filterkriterium zuschlägt, dass in diesem Fall ein Filterkriterium zuschlägt. Und die hier immer in diesen Phasen passieren, wo eine Trendstärke angezeigt wird. Das heißt, wo ich einen trendierenden Markt habe. Ich bekomme hier ein Filterkriterium. Ich bekomme hier ein Filterkriterium. Wir sind immer über dem ADX und man sieht hier auch immer wieder die Kreuzungen drinnen. Das heißt, in diesem Fall, wir haben hier die Kreuzung von vom DI Plus nach oben den DI Minus und kreuzt zugleich auch den ADX. Und deswegen bekommen wir hier ein Filterkriterium. Das können wir vielleicht noch mit der Lupe mal genauer anschauen, damit man es auch wirklich gut sieht. Das haben wir vorhin schon gesehen. Genau hier haben wir genau diese Linien hier, wo der TI Plus den TI Minus von unten nach oben kreuzt, aber zugleich auch den ADX kreuzt. So. Okay. Das heißt, erstes Filterkriterium wäre mal soweit geschafft. Jetzt geht es um die Umsetzung des eigentlichen Handelssignals. Das Kaufsignal passiert dann, wenn der TI Plus den ADX von unten nach oben kreuzt. Das legen wir in ein eigenes Signal. Dafür öffnen wir wieder den Condition Escort. Wir nennen das Signal ADX. Und das ist jetzt wirklich ein Long-Signal. Das heißt, das ist jetzt ein Einstiegssignal und kein Filter mehr. Deswegen ist es hier auch wichtig, ob long oder short. Wir haben ein Einstiegssignal. Wir wollen natürlich einen Pfeil sehen. Wo es dann zutrifft, geben wir hier wieder einen großen Pfeil ein. So. Das Einstiegssignal ist dann relativ einfach. Der DMI. Macht ein Cross Above, und zwar vom ADX. Das wäre eigentlich schon jetzt das Signal, nur haben wir ja ein Filtersignal dahinter und einen Filter dahinter. Und diesen Filter, den wählen wir jetzt dazu. Das heißt, wir haben eigentlich den ADX-Filter, den wir gerade vorhin programmiert haben, nehmen wir jetzt mit rein. Und da sieht man auch schon, dass es Sinn macht, dass man sich hier unterschiedliche kleinere Conditions anlegt. Nicht alles in eine Condition reinprogrammiert, sondern jetzt habe ich diesen ADX-Filter und den kann ich fürs Long und für Short verwenden, für das gleiche Signal. Und hier dieser ADX-Filter, das heißt, der gibt 1 oder 0 aus. Diese ganzen Conditions, die wir hier haben, die sagen, ich bin wahr oder ich bin nicht wahr. Das sieht man auch hier. Das heißt, diese Spikes, die wir hier unten drinnen haben, die sind entweder 1 oder sind 0. Das heißt, wenn dieser ADX-Filter hier 1 zurückgibt, dann ist der Filter, trifft der Filter gerade zu. Und wenn dann zusätzlich noch der DMI Plus den ADX von unten nach oben kreuzt, dann ist das Ganze Signal zutreffend und wird dann angezeigt. Das heißt, das wird dann so abgehandelt, dass man
Nummer reingibt, rüberzieht hier. Und hier kann man es gleich so lassen, dass man sagt, ADX-Filter ist größer 0. Dann ist es sicher 1. Was immer der zurückgibt, ergibt, ich könnte es auch so machen, dass man hier 1 einträgt. Sollte eigentlich funktionieren in allen Fällen. Wir haben nur schon Situationen gehabt, wo die Compiler bzw. die Systemumgebung hier nicht wirklich zutrifft, weil dieser Wert 1 um in der 16. Kommastelle hier nicht genau auf 1 ist, sondern hier einen Wert darunter anzeigt und man auf 0,999999 irgendwas ist und dann trifft dieses 1 nicht genau zu. Also ich würde, wenn man vergleichen möchte mit 0 oder 1, wir schlagen immer vor, so einzutragen, größer 0, dann ist man auf der hundertprozentig sicheren Seite. Dann ist es, dann entweder gibt er 0 aus oder er gibt größer 0 aus, dann ist man auf ist 1 ganz sicher. So, das heißt, wir haben jetzt hier das ATX-Long-Signal einmal soweit. Und wir können uns das auch anschauen dann. Okay, sollten wir auch eine Kategorie vergeben. So, jetzt ist es auch hier herum in unserer Kategorie drinnen. Das heißt, wir haben jetzt einen Filter und wir haben das ATX Long Signal. Den Filter werden wir hier abschalten, dass man nicht sieht. Das ist hier ein Non. So, okay, gut. Damit können wir uns das jetzt anschauen im Chart. Wir holen uns den Conditions. Ja. Holen uns das Signal rüber, Doppelklick, damit haben wir das ATX-Signal long. Und man sieht hier, ich werde hier noch auf weiß stellen, diese Linien, damit man sie besser sieht. Ich glaube, bei der Übertragung vergeht hier einiges verloren. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier, wir nehmen den Filter mal raus, wir haben hier grundsätzlich, oder zeigen wir es an, wie es dann, ob es dann auch wirklich stimmt. Wir haben hier einen Filter, das heißt, das ADX-Signal long würde hier zutreffen, an dieser Stelle, dass man es auch im Chart sieht. Das heißt, diese Kerze würde hier ein Long-Signal geben. Ebenfalls würde hier diese Kerze ein Long-Signal geben. Diese Kerze würde ein Long-Signal geben. Schauen wir mal, ob wir bessere finden. Ich habe nämlich vorhin doch einiges Gutes gesehen. Hier zum Beispiel. Hier bekommt man ein Signal in diese Richtung, wo der Markt dann loszieht. Man bekommt hier ein Signal, wo der Markt dann raufzieht. Das heißt, das wären ihr grundsätzlich mal die Long-Signale, die herausgefiltert werden. Man sieht aber auch hier, dass wir hier noch Filterkriterien haben, wo es kein Signal gibt. Und das werden wir jetzt auch noch gleich programmieren, weil wir haben jetzt bis jetzt nur die Long-Seite programmiert. Jetzt machen wir auch die Short-Seite. Um das Ganze nicht jetzt nochmal neu zu programmieren, es könnte ja sein zum Beispiel, dass ich einen ähnlichen Filter habe, wo relativ viel drinnen ist, an verschiedenen Kriterien. Wir machen es jetzt am Signal, wo eigentlich nur zwei Kriterien drinnen sind, aber trotzdem, dass man sieht, wir
wählen hier aus, und ich wähle hier aus Save As. Gebe hier ein ADX Signal Short und habe das jetzt mal so abgespeichert. Das heißt, es wird dieses wir haben jetzt hier das Signal Short, das gleich ausschaut wie das Signal Long. Ich kann es mir jetzt aber relativ schnell herrichten, dass ich hier auswähle, wenn der, wie muss das jetzt genau ausschauen? Einen kleinen Moment, das muss ich mir jetzt anschauen. TE Plus. Moment, die minus cross above ADX, genau. Das heißt, jetzt kann ich hier einfach auswählen und sage, ich möchte hier nicht den DI minus, sondern ich möchte den, nicht den DI plus, sondern den DI minus haben. Und damit habe ich jetzt hier eine Zeile geändert drinnen. Ich habe hier jetzt noch immer das Filterkriterium drinnen. Ich habe hier eines geändert und ich bin mir sicher, wenn ich hier nicht zu viele Änderungen mache, habe ich dadurch, dass ich das hier von das Long-Signal kopiert habe, muss ich nicht lange darüber nachdenken, was ich wirklich ändern muss, sondern ich gehe hier ganz einfach durch und weiß ganz genau, was das Long-Signal drinnen hatte. Ich muss es nicht neu komplett neu programmieren, sondern ich muss nur einfach die Relationen anpassen. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass der DI minus den ADX von unten nach oben kreuzt, speichern das ab und wir haben damit auch gleich geschafft, dass wir das ADX Signal Short auch sehen werden. So, da gehen wir die Outputs auch auf weiß. Okay, ja, gut. Und das sieht man jetzt schon. Wir haben das Short, das heißt, dieser Filter hier trifft grundsätzlich zu. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, und zwar, das übersieht man dann leicht, dass das natürlich jetzt kein Long-Signal ist, sondern ein Short-Signal. Dann wird es auch anders angezeigt. So, und jetzt haben wir genau das hier als Short-Signal drinnen. Man sieht hier, bekommen wir ein Short-Signal. Wir haben hier ein Short-Signal bekommen. Müsste man durchschauen, sich jetzt die Shorts anschauen. Man bekommt hier ein Short, bekommt hier ein Short. Also ja, also da kommen schon vernünftige, hier sieht man relativ gut auch die Long-Signale, das heißt hier ein Short-Signal, hier ein Long-Signal, hier ein Long-Signal, Short-Signal, also ja, da könnte doch das eine oder andere vernünftige, wenn man vielleicht hier noch weiter verfeinert, sehr schön, wow, ja, hierauf, also macht schon Sinn, macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich, in den Zeitwertsmärkten ist es immer schwierig, aber sobald das hier zum Trendieren anfängt, kann man hier anscheinend wirklich sehr gute Richtungen, Trades erwischen. Jetzt sehen wir, haben wir mal das erste umgesetzt. Ich schaue mal nach und frage mal den Herr Hansen, ob Sie damit einverstanden sind, was ich hier. Okay, alles klar. Ursprungsidee stammt aus dem Webinar mit Herrn Hluschek.
Das heißt, Optionshändler, soviel ich weiß. Gut. Auf die Fragen gehe ich dann später noch ein, falls etwas ansteht. Jetzt machen wir das zweite Signal. Das Signal 2 ist, der ADX ist unter 20 als Filterkriterium, besser unter 15 und steigt an. Beziehungsweise wird von dem fallenden TI plus oder TI minus von oben gekreuzt. Von dem fallenden TI plus, das muss ich mir noch anschauen, ja. Das Kaufsignal ist, der TI kreuzt von oben den ADX, der Verkaufssignal ist, der TI plus kreuzt von oben den ADX. Verkaufssignal. Okay, gut. Dann versuchen wir uns da mal anzunähern. Das heißt, wir bauen ein Filterkriterium. Dieses Filterkriterium braucht den ADX. Ich nehme jetzt das mal raus hier. Wir fangen wieder von vorne an. Also x ist unter 20. Unter 15. Nehmen wir es mal unter 15, weil Sie gesagt haben, besser unter 15. Das heißt, die Linie wäre ungefähr hier. Da kommt er schon relativ selten runter. Aber okay, ja, soll sein. Weil dann kommt man wirklich aus einer Phase, wo es überhaupt keinen Trend gegeben hat. Wenn man unter 15 ist, da ist man in der Seitwärtsphase und wenn er natürlich dann nach oben hüpft, hat man sehr gute Chancen, wirklich früh dabei zu sein. Okay, fangen wir an. Neues Spiel, neues Glück. Nehmen wir den ADX Filter 2. Hier, wie gesagt, wieder egal, was man auswählt. Man muss hier etwas auswählen, weil auf Undefined geht es nicht. Ist ein bisschen nicht hundertprozentig offensichtlich, aber ist so. Wir schauen uns mal grundsätzlich die dann auch auf den Pfeilen an, wo das zutrifft. Gehen wir auch einen großen Pfeil rein. Das heißt, wir haben jetzt, es ist kein Einstiegssignal, es wird dann auch nicht, als Einstiegssignal kann es auch nicht in den Scannern angezeigt werden. Ja. Das heißt, erstes Kriterium, Indikator, der ADX ist kleiner gleich 15. Das sagt auch, dass unsere Notiz. Das heißt, ADX ist unter 20, besser unter 15. Machen wir es gleich unter 15. Das zweite ist, wird von dem fallenden TI plus von dem, das ist ein bisschen von oben gekreuzt. Ah, okay. Der ADX wird vom TI plus oder vom TI minus von oben gekreuzt. Ich nehme mal aber an, hier noch als Zusatzkriterium der und steigt an. Okay, da sind wir jetzt. Und steigt an. Dann ist mir's klar. So.
ADX ist kleiner, gleich 15. Und hier brauchen wir den dann auch noch. Ich erkläre es gleich, was ich mache. So, der ADX ist kleiner gleich 15. Das heißt, er kann 15 sein oder kleiner. Der ADX steigt an. Da kann man sich natürlich jetzt überlegen, wie man das am besten darstellt. Ich kann mal sagen, wenn der vor 4 Candles niedriger war, als er jetzt ist, also von 4 Perioden niedrig, kleiner war, als er jetzt ist, dann kann man sagen, er steigt an, wie in dem Fall zum Beispiel. Oder der ist irgendwo da, geht weiter und fängt hier dann, hat hier den höheren Wert. Dann wissen wir, auch wenn er mittlerweile gefallen ist, aber grundsätzlich, wenn er zum Beispiel hier, machen wir das ein bisschen größer, wir haben hier einen, machen wir das hier weiß, dann sieht man es noch besser. Auch in dem Fall, wenn wir 4 Kerzen später höher sind, dann kann man davon ausgehen, dass der ADX steigt. Auch wenn er zwischenzeitlich drinnen fällt. Beziehungsweise wenn man hier ist und man rechnet dann hier, dann steigt er auch. Das heißt, das wollen wir jetzt mal grundsätzlich, dieses Spiel dazwischen wollen wir mal ausschalten, sondern einfach, wenn er von vor 4 Perioden niedriger war, als er jetzt ist, dann haben wir einen steigenden ADX, würde ich mal sagen. Vereinfacht angelegt, die ganze Geschichte. Und das kann man so eingeben, indem man sagt, wenn der ADX Bar Ago 4, das heißt 4 zurückliegende Kerzen, kleiner war als der ADX von 0. Der ADX, die Nuller ist immer die aktuelle Kerze, von der man ausgeht, und der 4 sind halt 4 zurückliegende Kerzen. Das heißt, wenn das hier passiert und der ADX ist kleiner gleich 15, dann haben wir das erste Kriterium erreicht. Das ist jetzt ADX Filter 2, Long, muss man nicht eintragen, Apply, okay, wir möchten einen Arrow sehen, ja. Undefined, was ist jetzt hier? Habe ich ja nicht. So, nehmen wir dann hinein, also X-Filter 2. Das heißt, man sieht hier schon grundsätzlich, man sieht, man ist hier unter 15. Den machen wir auch noch auf und stellen ihn dann gleich auf unter 15. Der Lower ist 15. Damit haben wir die Linie jetzt, wie gesagt, jetzt hier beim ADX habe ich jetzt, was ich gemacht habe, ich bin einfach hierher gegangen, wir haben hier die Levels, die rote Linie ist die obere und die grüne Linie ist die untere, und ich habe den Indikator, den ADX jetzt von 20 auf 15 gestellt, und damit sieht man auch, das ist genau dieses Kriterium, dass man genau diese Stellen herausbekommt, wo der ADX von vor 4 Kerzen niedriger war, als er jetzt ist. Genau das sind die Filterkriterien. Also genau in diesen Bereichen sieht man, ich stelle hier auch noch Outputs auf weiß, dass man es auch besser sieht. So, okay. Genau hier drinnen in diesen Bereichen trifft das zu. Wir sind unter dem ADX 15 und vor 4 Kerzen zurückliegend war der ADX niedriger als er jetzt ist. Genau das sind sie, unser Filterkriterium. Nummer 1. Nummer 2. Der ADX wird vom fallenden DI O plus oder DI minus von oben gekreuzt. Das heißt, es ist wieder entweder oder.
Dafür müssen wir wieder in den Advanced Mode gehen. Und das nächste. Wir brauchen wieder den TM plus das heißt, er muss von oben nach unten gekreuzt werden. Gehe ich da richtig in der Annahme? Cross below. Ich schaue es mir nochmal an, ob das stimmen kann. Okay, also hier steht drinnen, wird vom fallenden TI Plus. Schauen wir mal, dann brauchen wir den TM nochmal und den ADX. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Herr Hansen, ob das nicht, weil das widerspricht sich mit dem eigentlich. Kaufsignal DI minus kreuzt von oben den ATX, wird vom fallenden DI kreuzt, doch, das passt schon. Kaufsignal der DI minus kreuzt von oben den ATX, das heißt, dann treffen die beiden zu. DI plus kreuzt von oben den ATX, das ist das Verkaufssignal. Okay, dann machen wir das mal so. Cross below, DI minus, das heißt genau dieses Signal jetzt, was wir machen, dieses Filterkriterium wird vom fallenden DI von oben gekreuzt, ja. DI minus DI plus kreuzt below, okay, und DI minus kreuzt. Crosses below. So, auch hier cross below. Wir klammern das wieder. Erkläre ich gleich. Oder, das heißt, Filter 2 ist, der ADX ist kleiner gleich 15. Der ADX vor 4 Bars ist kleiner als der ADX, der aktuelle ADX. Das heißt, wir haben einen steigenden ADX. Der DI Plus kreuzt den ADX von oben nach unten. Und der TI Minus oder der TI Minus kreuzt den ADX von oben nach unten. Okay. Das wäre dann mal der Filter, ADX-Filter 2. Schauen wir uns das an, was wir hier an Ergebnissen bekommen. Doch. Es kommen schon Ergebnisse, ja. Okay. Zwar nicht sehr häufig, aber doch, ja, manchmal. Das heißt, um das zu sehen, das hier sind grundsätzlich die Filterkriterien. Ja. Okay, jetzt programmieren wir, ich check's nochmal quer, okay. Kaufsignal ist, wenn der TI minus den ADX von oben nach unten kreuzt. Legen wir mal ein ADX-Signal.
Fängt mal ein neues an. Das ist Signal 2 long. Da darf dann jeder kreativ sein, wie man das benennt. Long 2, so. Und wenn wir das eine dann umbenennen auf Long 1, dann macht es Sinn. So, ADX-Signal Long 2. Das ist jetzt das zweite Signal in die Long-Richtung. Und das sollte braucht einerseits, dass der TI Plus den ADX von oben nach unten kreuzt. Und den ADX crosses below. Okay, das wäre das eine. Das nächste ist wieder Wiederverwendung des Filters. Jetzt haben wir den Filter 2. Das heißt, wenn der Filter 2 zutrifft, ist größer, wie wir gesagt haben, besser. Man verwendet hier größer 0. Dann ist man auf der 100%ig sicheren Seite. Nochmal, der TI Plus kreuzt den. Das ist das Long-Signal, wenn der TI Plus den ADX von oben nach unten kreuzt und das Filterkriterium zutrifft. Dann zweites Kriterium ist, oder zweites Signal wäre dann, und zwar das werden wir jetzt auch wieder kopieren. Signal long 2, save as, short 2. Okay, das machen wir jetzt. Save as condition. So, und da müssen wir jetzt, so viel ich das verstehe, das wir noch austauschen, und zwar wird jetzt hier der DI minus auf True gesetzt. Dann haben wir hier das Short-Signal. Wir sind rot, wir möchten einen Pfeil sehen. Der Pfeil soll aber groß sein. Nochmal speichern. Und ich schaue mir zur Sicherheit noch. Nein, das ist Blödsinn. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts, wir sind ja im Long-Signal, das passt schon. Ah, das habe ich jetzt versaut. Okay, das sehe ich. Das habe ich jetzt versaut. Das ist jetzt der da. TI, ich war im Falschen noch drinnen. So. Nein, warten Sie, lassen Sie mir jetzt nachschauen. Jetzt bin ich irgendwie aus der Spur. Nochmal. Das Kaufsignal ist, der TI minus kreuzt den ADX von oben. Okay, das Kaufsignal ist, der TI minus kreuzt von oben. Cross below. Okay, so.
Das ist jetzt das Short. So. Und das ist jetzt das Long-Signal. Ah, das Short-Signal. Okay. DE Plus kreuzt von oben und okay, jetzt noch am Speichern. TE minus kreuzt von oben nach unten ist das Long. TE plus kreuzt von oben ist das Short-Signal. Okay. So, dann schauen wir mal, was hier passiert. Den Filter, den werden wir rausnehmen. Sie bekommen natürlich die Files wieder hochgeladen aufs Traders Yard in die Gruppe. Dort können Sie es dann natürlich runterladen, jederzeit anschauen. Und das Video wird natürlich auch hier dann aufgezeichnet und ist dann zur weiteren Begutachtung dann freigegeben. Okay, schauen wir mal. Wir holen uns jetzt diese beiden Conditions rein. Da müssen wir uns wieder die weiße Farbe einstellen. Und das fehlt jetzt, haben wir das. Ja, genau. Signal short. Jetzt schauen wir. Long. Ob man irgendwas in die Short-Richtung auch bekommt. Ja, okay, gut. Oh, ja. Die sind seltener, wie es ausschaut. Muss ich mir noch anschauen, ob ich hier keinen Pfeil gesetzt habe, weil ich vermisse hier die Pfeile, die Short-Pfeile. Wir haben Short-Long nochmal anschauen, diese Condition. Error. Wieso zeigte man das nicht an? Apply. Ah, doch, jetzt sieht man es. Jetzt ist er da. Okay, zu klein ist er. Das war's. Er war schon da, nur habe ich ihn auch, damit man auch sieht hier, die sind oft relativ schwer zu sehen. Die sieht man ordentlich. Und hier kann man auswählen, welche Größe man haben möchte. Gehen wir jetzt auf Big, auf Groß, Apply. Reload Script. Okay, jetzt sieht man sie auch ordentlich im Chart. Ja. Also macht schon Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Und man sieht wieder, man kann das im Agena Trader selbst programmieren, ohne eine Zeile Source Code zu schreiben. Das hier, da haben wir irgendeinen Misprint drinnen. Auch geht danach runter. Ist natürlich immer eine Sache, wie setzt man es ein?
Welche Strategie legt man dahinter? Ein Signal zu haben ist immer cool. Zu wissen, wie man es anwendet und weiterführt, ist natürlich dann noch interessanter. Also diese Signale, die kommen relativ selten, wie man sieht, aber machen dann dort und da schon kräftig Sinn. Geht dann auch ab hier. Okay. Ja. Ja, grundsätzlich, Herr Hansen, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich muss jetzt schon mal schauen, welche Fragen jetzt hier drinnen sind. Ja, Herr Sattler, Filter 2 sollte doch der DDI plus D minus fallen. Das ist eigentlich dadurch gegeben, dass die ja durch ein ADX durchgehen. Durch einen steigenden ADX. Also kann der DI plus bzw. der DI minus eigentlich nur mehr fallen. Dann ist eigentlich das Kriterium auch gegeben. Ah, okay, die Signale beim ADX20 sind häufiger. Können wir gleich ausprobieren. Schauen wir uns das gleich an. Wenn man den 20er einsetzt, ist ja geschwind geschehen. Moment mal, den Filter. So, okay. Machen wir es richtig. So, und das ist jetzt wieder das Coole dran. Da sieht man jetzt wieder wirklich den Vorteil. Durch die Wiederverwendung. Wir haben hier den Filter und wir haben diesen Filter hier in unterschiedlichen Conditions eingesetzt. Ich muss jetzt nicht in die unterschiedlichen, hätte ich diesen Filter, den Filter jetzt in vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Signalen drinnen, jeweils Long und Short, so müsste ich in diesen 10 verschiedenen Conditions dann hier zum Ausbessern anfangen und sagen, okay, das ist jetzt hier nicht 15, sondern ist 20. Wenn man diese Filter hier wiederverwendet und die dann in den unterschiedlichen Conditions einsetzt, dann mache ich das hier einmal, stelle hier auf 20, und damit ist es erledigt. Und zwar für Signale, die genau diesen Filtern verwenden. Reload Scripts. Und damit, okay, sieht man schon, dass jetzt hier diese Signale häufiger kommen. Klar, ja, 15 ist doch relativ weit unten. Oh ja, da sieht man schon, die Short-Signale sind doch recht kräftig. Okay, ja. Ja, und um diese, vielleicht um das jetzt noch zu Ende machen, wie bringt man diese jetzt aus dem Chart in den Scanner hinein? Für die Leute, die Andromeda-Version nicht haben, beziehungsweise hier neu sind, wäre natürlich cool, wenn man das Ganze hier natürlich filtern könnte und in den unterschiedlichen Zeiteinheiten. Wir haben hier die 15, die eine Stunde, 15 Minuten, 5 Minuten, 15, eine Stunde. Wir haben die auch hier in den Scannern drinnen. Um diese Signale jetzt, wenn, ob jetzt eines aktuell auftritt oder nicht, eines dieser Signale, um die jetzt rausfinden zu können, geht man in den Setup, Escort, so, und jetzt kann ich mir genau die hier, diese Signale, Signal Long, Short, Short 2, so genau hier rausfiltern. Oder hier auswählen. Gehe hier auf OK. Damit sind alle, die hier in dieser Liste drinnen sind scannbar in den verschiedenen Scannern. Ich mache hier ein Reload und man sieht schon,
hier auf 5 Minuten das erste Signal, das zutrifft. Und zwar ist das ein Signal Long, und zwar ist das von einer, wir können das hier mit reinnehmen, diese Signale. Conditions, nehmen wir das hier Filter raus und Signale rein. Und man sieht hier zum Beispiel genau, dass wir hier ein Signal bekommen haben im Scanner, das natürlich hier im Chart auch ersichtlich ist. Und zwar hier sehen wir eine in der Klammer eine 1, das heißt, das war nicht die letzte Kerze, sondern die vorletzte Kerze grundsätzlich, an denen dieses Signal, oder er ist schon natürlich ein bisschen wieder umgebrochen, jetzt sehen wir, das ist die zweitvorletzte Kerze, dass wir dieses Signal bekommen haben. Das heißt, wir können auch zurückschauen mit den Signalen hier. Wir haben auch hier auf einer Stunde ein Signal. Und zwar auch wieder zwei zurückliegende Kerzen, ein Short-Signal bekommen. Das heißt, hier kann man dann sich diese ganzen Signale einfach im Scanner drauf warten, bis sie auftauchen, bis man etwas sieht. Und ich kann sie hier dann aus dem Scanner heraus handeln. Wie gesagt, hier würde es dann jetzt noch eine gute Stunde dauern, um diese Signale, um das Backtesting zu zeigen, um das dem Halbautomatismus zu zeigen. Ich glaube, das können wir dann mit einem anderen Signal wieder machen, eines der nächsten Male. Ich glaube, für heute wären wir relativ gut durch. Ich schaue jetzt nochmal, ob es eine Frage gibt. Herr Hansen, sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ist es das? Ja, gut, das freut mich. Also, wie gesagt, das Ergebnis wird dann wieder hochgestellt in die TraderSeat-Gruppe, die Signale dazugehängt, die Filter dazugehängt, das Video wird es ja geben, CapTrader hat es ja aufgezeichnet, auch wir werden es dann bei uns veröffentlichen, und ich muss mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Hansen, sehr herzlich bedanken für den tollen Input, den wir auch hier weitergeben dürfen, dass auch die anderen China Trader User hier sehen, wie man wirklich Signale, die von Tradern wie zum Beispiel einen Lushek hier auch gehandelt werden, dass man die auch mal veröffentlichen kann, mal herzeigen kann, wie man so etwas im Archina umsetzt, und dass es eigentlich sehr einfach ist, wenn man wirklich weiß, was man möchte, wenn man versteht, wie man die Indikatoren einsetzt, wie man die verschiedenen Datenserien einsetzt und so weiter, wie man und oder miteinander verknüpft, wenn man ein paar Klammerungen macht, dann brauche ich keine Script-Language mehr, muss nichts mehr lernen, sondern ich klicke mir das einfach über Drag and Drop zusammen. Und das, ich sage mal, was die Komplexität des Condition Escorts noch betrifft, das ist hier, obwohl es von der Logik hier ein kompliziertes Signal ist, aber der Condition Escort ist noch in der Lage, viel, viel näher an die wirkliche Programmierung heranzugehen, weil ja doch sehr viele Komponenten, Features drinnen sind. Ich mache es mal kurz auf, die wir heute gar nicht verwendet haben. Gehen wir noch mal kurz rein. Da zum Beispiel Simple Calculation Pad, Advanced Calculation Pad und so weiter, das ich auch schon mal das eine oder andere Mal hergezeigt habe. Aber hier gibt es natürlich noch Dinge, wo man dann Abstände messen kann, wo man dann viel, viel mehr noch herumspielen kann, sich mit sehr komplexen Dingen im Condition Escort, und man eigentlich ganz, ganz nahe an der echten Programmierung ist. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben es heute gut hinter uns gebracht. Wenn es noch Fragen gibt, gerne
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht beim nächsten Mal wieder ein Signal bekommen könnte, in ähnliche Qualität und das mit Ihnen dann zusammen umsetzen kann. Eine Frage noch habe ich, sehe ich da noch drinnen, ob es wieder mal ein Question-Answer-Webinar gibt. Wir überlegen, wieder in diese Richtung mehr zu tun und würden das dann in den Newslettern ausschreiben, ob wir auf unserem Channel etwas machen oder vielleicht in Zukunft wieder auch mal mit CapTrader ein Question-Answer-Seminar aufsetzen. Aber wir werden Sie davon informieren. Fein, okay. Dann bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mauro, bist du noch da? Nein, scheint nicht. Okay, dann mache ich die Verabschiedung. Ja, auch im Namen von CapTrader noch einen schönen Abend und bis in einem Monat.